Jo, hallo, mein Name ist Lemmy und ich begrüße euch zu einer neuen Folge und zwar spielen wir heute Minecraft und zwar sind wir auf dem crustillusion.de Server wieder mal. Ich präsentiere euch heute mal mein Haus und ja. Ich war gerade schon mal online und werde deshalb jetzt nicht begrüßt. So, oh, ist das Sichtfeld komisch. Also, ich habe mein Sichtfeld gerade mal runtergestellt, um euch das zu, ja, um euch hier mein Haus zu zeigen. Weil ich hoffe, dass ich nicht so viel FPS-Einbrüche habe. Ja, Aufnahme ist jetzt gestartet. Hashtag bin ich klug oder klug, aber egal. Angeblich ist meine CPU-Auslastung viel zu hoch. Aber darauf scheiße ich jetzt gerade mal. Ich muss mal kurz gucken. Steuerung, Nummernpad, Kamera, Verhalten wechseln. Soll man angeblich machen können, aber irgendwie klappt das nicht richtig. Naja, egal. So, auf jeden Fall. Das hier ist erstmal mein Haus, was ihr gerade gesehen habt. Ich gehe mal rein. Hier habe ich einen Briefkasten, da kann man was reinpacken. Und dann kann ich das nur rausnehmen. Also ihr könnt das reinpacken. Ich kann es rausnehmen. So, Tür hinter mir schließen. Geil wäre wirklich, wenn das hier funktionieren würde. Nee. Das scheint nicht zu gehen. Hier habe ich ein paar Hunde zu sitzen. Hier habe ich ein bisschen Stuff in der Kiste. Was ist das für eine Spitzhacke? Oh. Die, dann gehe ich hier mal nach oben. Ich zeige euch hier. Ich präsentiere euch hier, hier heute mal mein Haupthaus. Beziehungsweise das Haus, was ich jetzt allererstes gebaut habe. So. Hier sitzen auch wieder Hunde. Ja, ich habe mir Hunde angezüchtet. Einfach nur so. Hier hat man theoretisch einen Blick auf die Stadt. Aber mit, ja, mit meiner zu hohen CPU-Auslastung und dem ganzen Quatsch. Lass ich das mal besser bleiben. Und ja, jetzt gehe ich noch hier oben aufs Dach. Kann ich ja mal wieder die Leute begrüßen. Kann ich hier, hi, Emily 668. So, ich wurde gerade schon begrüßt. Kann ich euch mal kurz, nein, kann ich nicht im Chat zeigen. Ja, und hier habe ich theoretisch einen Blick auf die Stadt. Ich kann das mal kurz, Grafikeinstellung, Sichtweite 22. Dann seht ihr, wie das Ganze hier aussieht. Blick runter auf die Stadt und hier auch ist da hinten ist nicht mehr Stadt eigentlich. So drehe ich die Grafikeinstellung aber mal wieder runter, weil wir im Haus nicht so eine hohen Grafik, nicht solche hohen Grafikeinstellungen brauchen. Also nicht so hohen Hust. Ja, mir tut es auch sehr leid, wenn das Video leckt. Aber momentan, beziehungsweise mein Rechner, mein Laptop allgemein irgendwie hat nicht richtig Bock aufzunehmen oder weiß ich nicht, was das ist. Auf jeden Fall legen die Aufnahmen und ja, nur zur Info, der Server läuft auf der 1.9.4. Hier habe ich ein, naja, Hustus Keller, irgendwas einfach eingebaut. Da hat mal einer gewohnt, bloß der ist ausgezogen und ja, das hatte ich, glaube ich, mal selbst mit angebaut. Und jetzt ist das weg. So, dann kommen wir hier unten in den, oh, hier ist ein Fahnen. Kommen wir hier unten in den Keller rein. Hier sind es bei Villager und hier sind die Stadt der Regel. Die Regeln der Stadt. Ja, mit dem Gebäuden ist halt ein bisschen komisch, aber das liegt halt daran, dass das, dass die Gebäude hier, dass das Ganze auf dem Berg war. Ich guck, what the fuck, ich mach nichts, ich bewege mich nicht. Ich stell mal kurz nochmal, das ist die Animation alle aus. Ich guck, ob das irgendeinen Einfluss darauf hat, wahrscheinlich nicht. Qualität. Eigentlich habe ich alles aus und deshalb fuckt mich das ab. Ich habe 140 FPS, aber die Aufnahme läuft angeblich jetzt flüssig. Na geil. Ich laufe mal langsam. Ich kann ja mal sneaken. So, sneaken. Ja, sorry, dass ich sneake, aber ich will halt, dass die Aufnahme flüssig läuft. Es ist halt total scheiße und mich fuckt selbst ab. Ich würde gerne selbst mehr Videos produzieren, beziehungsweise überhaupt Videos produzieren. Hier drunter hört man es, aber ich kann es gerade nicht zeigen, weil ich keine Spitzhacke bei habe. Da drunter ist ein so ein Geist, nicht Geistespferd, so ein Skelettpferd, bei dem leckt es anscheinend. Und ja, bei Tab sieht man halt, was für Spieler sind, was für Spieler online sind. So, dann gehen wir mal hier weiter runter in den Keller. So, da habe ich hier hinter ein Kistenlager, da kann man in der 1.9 aus irgendwelchen Gründen nicht zugreifen. Ja, das Feuer, das ist halt, das steht, weil ist halt einfach so, kann ich nicht ändern.
ist die Animation aus. Da unten habe ich einen Golem drin, den habe ich nicht benannt, nichts. Einfach nur einen Golem. Ich glaube, das war das erste, was ich gemacht habe, und deshalb habe ich dann Golem. Hier habe ich auf einmal sogar jetzt leicht Lags, 14 FPS gerade gehabt. Alles klar, hier habe ich einen Verzauberungstisch bis Level 30. Sieht man jetzt gerade nicht. Hier habe ich Kisten, wo ich ein bisschen Essen drin habe. Weiß ich nicht, woher die Zombie-Sounds gerade kommen. Fangen auf jeden Fall ab. Ja. So, hier sind ein paar Kürbisse, wollte ich schon sagen, ein paar Kakteen. Da sind ein paar Kürbisse und ja. Dann geht's. Hier ist noch eine Farm. Kann man sehen, hier habe ich die Ebenen aufgeschrieben, wo was ist. Geht's runter und ich kann mal kurz durchgehen. Es ist leider nicht mehr voll, weil es erst letztens zerstört, also irgendwann letztens erst zerstört wurde. Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Momentan da unten geht's noch, darunter geht es noch weiter. Was ist ja erstmal relativ uninteressant. Ich glaube, da unten, ja, da unten habe ich nur Kakteen. Da hätte ich theoretisch noch mehr Ebenen einbauen können. Ich gehe mal jetzt wieder hier nach oben. Und nicht wundern, die Türen gehen alle zu, beziehungsweise Klappen und Türen, weil ich da so ein, auf dem Server gibt es ein Plugin, das nennt sich Auto, LWC, glaube ich. Und damit kann sich das Ganze, schließen sich Türen und so Quatsch automatisch. Ja. Hier hatte ich einen Raum zum Testen von was gemacht, weil gestern, ja, hatte ich was getestet. Ich mal hier weiter in Gang, der sollte ursprünglich mal die ganze Stadt miteinander verbinden, aber naja, die ganze Stadt hat sich dafür nicht ganz so doll interessiert. Und dann habe ich das zusammen mit nur einem gemacht, leider, und der ist dann ausgezogen und da ist das ganze Projekt Tunnel unter der Stadt im Sande verlaufen. So, dann habe ich hier noch eine Kiste, Spendenkiste. Und aus irgendeinem Grund ist da Eis, hat sich da Eis gebildet. Ich weiß gerade nicht wieso. Ich frage mich gerade ernsthaft, wieso sich da Eis gebildet hat. Habe ich hier meinen kleinen Hafen und dann frage ich mich wirklich, wieso sich hier Eis gebildet hat. Hier hat sich noch nie Eis gebildet. Was hat die 1.9.4 hier mitgemacht? Oh. Die 1.9.4 ist scheiße. Nein, ehrlich, woher kommt das hier? Ich habe keinen Plan, wieso hier Eis ist, aber egal. So, das war's, glaube ich, auch schon von meinem Haus. Ja, das war's eigentlich schon von meinem Haus. Da steht noch dran, Kanal zu Lerbinator. Ja, und damit bedanke ich mich schon recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, euch hat das, was ihr gesehen habt, gefallen. Und ich entschuldige mich jetzt und die ganze Zeit dafür recht herzlich für, recht herzlich. Ich entschuldige mich einfach für die Lags und will sagen, dafür kann ich leider ziemlich, doch, dafür kann ich eigentlich was. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage blubbidi blubbidi blub.